Moin und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das hier ist keine Waifu-Tierlist. Eine Waifu-Tierlist ist entweder schon gekommen oder kommt erst nächste Woche, weil ich bin jetzt gerade noch in der Vorproduktion, weil ich im Urlaub bin. Also nicht wundern. Ich habe aber keine Ahnung, wie genau ich es uploade. Und das hier ist eher, wie ich es gerne nenne, einfach ein Waifu-Fight. Nämlich haben wir so Rankings. Und es läuft ab wie bei einer EM oder einer WM. Einfach so ein Tournament ist das ganz, ganz klare Sache. Einfach ein Tournament. Und da fighten sozusagen zwei Waifus immer gegeneinander. Und am Ende kommen wir dann auf meine Waifu von Grand Cross raus. Ich kann mir aber eigentlich schon denken, wer hier sein wird. Wenn ich mir jetzt kurz anschaue. Ja, ich kann mir eigentlich tatsächlich denken, wer hier sein wird. Also vielleicht im Halbfinale nicht, aber auf jeden Fall, wer im Finale drin steht, also hier vor allem gewinnen wird, kann ich es mir tatsächlich schon denken. Aber vielleicht ändert sich ja meine Meinung und es ändert sich vielleicht auch einfach hier irgendwas, vielleicht ab jetzt direkt meine Meinung komplett geändert, wenn ich sie nochmal fighten sehe. Wenn ihr die gleiche Liste machen wollt, dann geht auf den Link in der Videobeschreibung, da habe ich diese Seite verlinkt, schickt dann eure Tierliste sozusagen in meinem Discord-Server. Mich würde interessieren, was für Waifu-Fights ihr gemacht habt. Ihr könnt da einfach einen Screenshot ganz easy machen, das ist sehr, sehr geil, diese Seite. Und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Da muss ich gleich ehrlicherweise sagen, gehe ich nicht mit Easton, sondern mit der aus dem Collab, Slime war das, glaube ich. Wie heißt nochmal? Ich habe vergessen, wie sie hieß. Shuhin? Nee. Auf jeden Fall irgendwie sowas. Keine Ahnung, aber gehe ich auf jeden Fall mit ihr hier. Ganz klare Sache. Easton ist jetzt nicht so mein Fall. Da muss ich ehrlicherweise auch sagen, Collab? Nein. Mm-mm. Denke ich eher weniger. Finde ich gar nicht so attraktiv auf den. Da würde ich eher mit der Rede gehen, auch im Anime. Ey, der Rieri ist so eine coole Unit, also ein cooler Charakter gewesen. Wurde komplett gewastet leider, aber was soll man machen? Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Auch einer meiner Lieblings-10-Gebote. Da muss ich straight up sagen, weg mit Schalltier. Sie ist 14 oder sowas. Oder ist halt natürlich älter, aber in einem Körper von einer 14-Jährigen. Sie hat nicht das, was man für eine Waifu braucht. Deswegen gehen wir ganz klar mit Gelder. Holy shit. Egal, wer da gestanden wäre. Außer drei andere oder sowas, wäre ich immer mit Gelder gegangen. Ganz klare Sache. Deswegen gehen wir hier auch auf jeden Fall mit Gelder. Das Video wird wahrscheinlich vielleicht maximal 10 Minuten gehen. Ich denke nicht mal, dass wir diese 10 Minuten Marke knacken würden. Aber es macht mir halt sehr Spaß. Ich hätte es auch natürlich oft machen können, einfach nur mein Bild hochladen können. Aber ich finde es einfach cool, ein bisschen das zu machen. Und der richtige Waifu-Tierlist kommt erst oder ist schon gekommen, wie gesagt. Keine Ahnung. Das hier ist sehr, sehr schwierig. Da ich die Red Hell List sehr, sehr arg mag, aber auch Brunhild mag. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, wenn man jetzt diese hier nimmt, diese Artworks vor allem, dann würde ich eher mit der Dinger mit Red Hell List, mit der Brunhild gehen, mit der Wedding Brunhild, weil ich sie einfach sehr, sehr cool finde vom Design her. Da kann ich ganz schnell sagen, nicht Gila, nee, nee, ich habe vergessen, wie die hieß, irgendwas mit D, glaube ich. Keine Ahnung, finde ich cool, finde ich auch, hat so Waifu Potential, aber halt weniger als Gila, ganz klare Sache. Nicht so krass viel, aber weniger als, Dinger mehr als Gila, meine ich jetzt, genau. Da haben wir einen Collab-Fight und viele würden da wahrscheinlich mit Glass gehen, aber ich sage euch ganz ehrlich, ich gehe da garantiert mit Roxy gar keinen Diskussionsbedarf, einfach weil ich Roxy viel cooler finde und ich sie mehr als meine Waifu ansehen würde, wenn überhaupt. Aber ich finde sie einfach viel cooler, ihr Image und sowas. Ich stehe einfach auf sowas. Ist einfach sehr cool, ist sehr cool. Ganz klare Sache, weg von Elaine, da brauche ich gar kein, nicht mal eine Erklärung geben, ganz klare Sache. Da muss ich euch auch ehrlicherweise sagen, gehe ich mit Emilia, weil Mono, nee, sage ich euch ehrlich, das hier ist auch, also da gibt es gar keine Diskussion, ganz klare Sache, holy shit. Wer da nicht mit Mai geht, der hat keine Ahnung von Frauen, der hat keine Ahnung von Frauen. Ja, auf jeden Fall mit ihr. Die hat mir noch so eher so zu ein kindlicheres Design, sage ich euch ganz ehrlich. Sie ist viel cooler und auch sieht echt, echt Mami-mäßig aus. Also sie hat sehr, sehr, sehr starken Mami-Vibe, ganz ehrlich. Das ist ein Sister-Fight. Ich glaube, da gehe ich mit einfach mit Rem, ganz klassisch. Jeder würde, viele würden da mit Rem gehen. Ja, gut. Da müssen wir irgendeine Loli jetzt auswählen, dann nehme ich aber sie hier mit. Weil da wissen wir wenigstens, dass sie wirklich 300.000 Jahre alt ist oder sowas. Ich habe es jetzt nicht mehr richtig im Kopf. Und das tut mir jetzt weh, entweder Hell oder Mikasa. Und ich gehe da tatsächlich auch mit Mikasa. Hell aber auch ein Schmackofatz. Ganz klare Sache. Hell auch ein Schmackofatz. Warum zieht es mich hier runter? Wir sind hier oben.
Hell, ganz klare Sache, auch ein Schmackofatz. Hier würde ich sagen, wir sind jetzt schon bei der zweiten Phase. Hier würde ich sagen, gehe ich mit Daddy. Einfach viel cooler, einfach viel cooler. Gelder, ganz klare Sache. Gelder gewinnt das. Safe. Sie, glaube ich, eher. Ja, safe. Roxy viel mehr. Viel cooler, finde ich sie. Da gewinnt Emilia. Ich habe sie nur genommen, weil ich sie nehmen musste, weil ich Elaine nicht nehmen konnte. Ich sag euch ehrlich, Mai ist cool, aber sie hat irgendwie so Mami-Vibe. Ich sage euch real. Ich glaube, ich gehe mit ihr hier. Das ist schon crazy. Hätte ich nicht gedacht. Das ist schon crazy. Da nehmen wir, glaube ich, Rem mit. Bis jetzt, einfache Entscheidung, geht relativ schnell. Wir durften hier, also ja, okay. Wir durften niemanden mitnehmen, weil hier niemand ist. Okay. Das ist tatsächlich eine schwierige Entscheidung. Meiner Meinung nach. Aber geh mit Gelder. Ja, ich gehe mit Gelder. Und ich denke auch, ich kann es ja schon spoilern. Ich denke, Gelder wird im Finale stehen. Sage ich. Ich denke, Gelder wird im Finale stehen. Mit einer anderen. Aber ich glaube, die andere könnt ihr euch schon denken. Roxy oder Emilia? Ich glaube, ich mag Emilia auch sehr. Aber ich glaube, dann Roxy tatsächlich ein Ticken mehr. Ich glaube, da gehen wir mit Roxy. Ja. Da gehe ich mit der Mami. Safe. Rem fühle ich jetzt nicht so krass. Ja, da gehe ich halt mit Mikasa. Muss ich halt. Das finde ich tatsächlich auch schon schwierig. Aber wie gesagt, Gelder over the top. On top, überall. Also wirklich, ja. Das gewinnt tatsächlich Mikasa. Ganz klare Sache. Und das ist ein schwieriger Fight. Ich gehe aber garantiert mit Gelder. Gelder steht im Halbfinale. Und jetzt wisst ihr natürlich, Subnak ist hier. Holy shit. Subnak, da gibt es gar keinen Diskussionsbedarf. Subnak ist so eine coole Unit. Und so eine coole Mami. Da gehe ich mit, straight up mit Dinger. Wie heißt sie? Boah, wobei. Ah, weiß ich jetzt nicht. Gehe ich mit ihr hier? Sie hat zwei gute Argumente, aber vor allem mit Tower of God Anime finde ich sie eigentlich cooler, ja. Ja. Damit gehe ich hier. Echidna safe. Matrona auch sehr, sehr cool. Hat auch so starke Mami-Vibes. Niemals. Gislaine stehe gar nicht drauf. Dinger, wie heißt nochmal? Margaret viel cooler. Margaret viel coolere Waifu. Dazu 100% mit Albedo. Holy shit. Dazu 100%. Megelda ist cool. Aber Albedo hat so einen ganz anderen Vibe, Digga. Real. Holy shit, da gibt es eigentlich auch keinen Diskussionsbedarf. Sie ist cool, aber Freya, holy, die Badonkas, die Mami Milkas, sind ein zu krasses Argument. Genau das gleiche bei Diane. Vor allem, sie kann sich vergrößern. Holy shit, Digga. Bro, ich bade da drinne. Das finde ich tatsächlich schwierig, weil ich Jericho sehr, sehr arg mag. Und ich sag euch ehrlich, viele würden mich dafür wahrscheinlich haten. Ich gehe hier aber mit Jericho. Ich mag Jericho mehr als Elizabeth. Ich finde sie viel hotter. Ja, Bro, das ist gar keine Diskussion. Roxy, ganz klare Sache. Holy shit. Lass überhaupt gegeneinander fighten. Wenn es Awakened Delia wäre, dann würde es schwer werden für Megelda. Boah, wie heißt sie? Oh mein Gott, ich hab vergessen, wie sie hieß. Von den 10 Geboten. Melascula, genau, Melascula. Wenn es Awakened Delia wäre, dann wäre es schwierig. Aber so, ganz klar Melascula. Und hier ganz klar Merlin. Holy shit, ganz klar. Tona sehr, sehr cool, aber ganz klar Merlin. Beide Freaks. Ich gehe aber, glaube ich, mit Athena oder wie auch immer sie heißt, weil sie ist mir zu krasser Freak, sage ich euch ehrlich. Da wird sich ein Zuschauer von mir schon, da wird einer von meinen Zuschauern auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, dass er das eine Frechheit findet, dass Subnak gegen Yuri verliert. Aber wird halt sein, wird halt so sein. Weil Subnak over the top, ganz klare Sache. Hier gehe ich tatsächlich mit Margaret, muss ich ehrlicherweise sagen. Margaret viel cooler als Echidna, viel cooler, mag ich viel mehr. Das ist sehr, sehr schwierig, Ich gehe hier aber mit Albedo, vom Designer ein bisschen cooler, Hier gehe ich mit Jericho. Safe. Finde Jericho auch viel nicer. Dieser Fight hier nicht so schwierig tatsächlich. Viel schwieriger als der mit Dinger.
mit Lilia, aber ich gehe hier mit Melaskula. Ich gehe hier mit Melaskula, weil ich Melaskula einfach viel, viel mehr fühle. Und natürlich die Merlin hier. Athena habe ich, wie auch immer sie heißt, habe ich nur genommen, weil sie im Gegner mit der war. Aber Merlin, du hast da gar keine Chance, Athena. Du hast da gar keine Chance. Ab jetzt wird es sehr schwierig, weil das sind meine Top-Picks. An dieser Seite war wirklich nur Gelda, Roxy und Mikasa sehr, sehr krass. Auf der Seite alle, die hier gerade sind, hier, sind krass. Alle. Deswegen sehr, sehr schade, dass sie nicht auch noch da waren. Aber hier muss ich leider mit Sabnak gehen. Margaret, sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Würde es Sabnak nicht geben, hätte wahrscheinlich Margaret es bis ins Finale geschafft. Außer eine andere Waifu gibt es natürlich noch. Ihr könnt es euch wahrscheinlich auch schon denken, aber die kommt gleich, die kommt gleich. Sabnak aber natürlich gewinnt das, ganz klare Sache. Dann hier gewinnt das auch Albedo. Viel, viel coolere Waifu als Jericho, viel, viel coolere Waifu. Vor allem, wenn man auch noch in Betracht zieht, was Jericho in Knights of Apocalypse abzieht. Keine Spoiler, aber was sie da abzieht. Aber viel, viel cooler Albedo. Viel, viel cooler. Deswegen nehmen wir Albedo hin. Und das hier sollte eigentlich auch nicht so schwierig für mich sein. Melaskula, so eine coole Waifu aus Seven Little Sins, aus Grand Cross. Aber ehrlicherweise mag ich Merlin um einiges mehr. Um einiges. Jetzt fängt es noch krasser an. Aber da gehe ich auch mit Sabnak. Ganz klare Sache. Ganz klare Sache. Albedo, so eine geile Waifu. Wirklich. Aber Albedo im Vergleich zu Sabnak, meiner Meinung nach, ich bin da based, ganz klare Sache. Aber als ich Sabnak das erste Mal gesehen habe vor einem Jahr, dann war es mir klar, das ist meine Waifu. Ganz klare Sache. Deswegen nehmen wir hier hin Sabnak mit. Und jetzt steht Sabnak mit Merlin im Viertelfinale. Nicht im Viertelfinale, im Halbfinale. Und das ist eine schwierige Frage, weil wenn Gelda auf der Seite gewesen wäre und Merlin auf der Seite, wäre das Finale gewesen. Ganz klar, ganz klare Sache. Aber leider nicht. Und hier gehe ich auch mit Sabnak, obwohl ich Merlin aus Seven Little Sins viel mehr fühle. Aber es geht um Grand Cross und Sabnak ist in Grand Cross drin, deswegen gehe ich hier mit Sabnak. Und jetzt sind wir tatsächlich auch schon im Finale und das ist tatsächlich trotzdem sehr, sehr schwierig. Gelda gegen Sabnak. Beide sehr, sehr geile Waifus. Ich würde sie vielleicht sogar, wenn man ehrlich ist, würde ich Gelda, Sabnak und Merlin auf die gleiche Stufe stellen. Ganz ehrlich. Aber wenn ich mich für eine entscheiden müsste, dann wird es Sabnak sein. Ganz klare Sache. Dann wird es Sabnak sein. Das ist sehr, sehr cool. Das ist sehr, sehr cool. Ich muss dieses Bild noch downloaden. Das machen wir dann gleich off-cam. Ich benutze dafür mein Thumbnail. Aber das ist sehr, sehr cool. Also, einmal ein bisschen diskutiert, welche Waifu cool ist und sowas. Eine richtige Waifu-Tierlist ist entweder schon gekommen oder kommt noch. Und da würde ich halt noch ein bisschen näher drauf eingehen. Wird auch ein bisschen lustiger werden, weil da auch noch ein paar Dudes vertreten sind. Aber das hier ist mein Waifu-Fight gewesen. Schreibt mir euer in die Kommentare oder macht euer selber, ist ja ein Link in der Videobeschreibung. Und dann postet eure in meinem Discord-Server rein, der ist auch in der Videobeschreibung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten. Das war's.